Willkommen zurück im Mondenwald, hätte ich fast gesagt, aber eigentlich sind wir gar nicht mehr so im Wald. Wir sind jetzt irgendwo am helllichten Tag und versuchen die Hexe irgendwo auszugraben. Mal gucken, ob wir sie finden. Ich schätze, wir müssen hier erstmal den überwucherten Durchgang kaputtsicheln und finden natürlich ein Minispiel. Hurra! Oh, es ist auch nicht nur so, dass ich sie. Alter. Ganz ehrlich, am Arsch. Oh, per Zufall ein richtiges Teil gefunden. Na, was für ein großes Glück. Ich bin dafür, wir sparen uns das mal. Hat wahrscheinlich nämlich noch 8 Stunden gedauert. Und wir müssen hier jetzt wahrscheinlich eh noch was weiteres lösen. Ordne die Symbole mit Hilfe der visuellen Hinweise. Wait, what? Oh, ich kann sowas tauschen, okay. Okay, hier muss an sich das rein. Und hier muss. Haha! Du gehst. Also muss hier theoretisch gelb hin und da dann rot. Okay, ja, der Grüne ist da auch schon richtig. Das heißt, blau hierhin? Nee, aber orange musste dahin. Blau hierhin. Nee, aber so. Hurra! In den Wurzelschacht. Hallo. Zur Wurzelkammer. Oho, es wird immer mysteriöser. Ein wirres Wandbild. Ganz ehrlich, ich will einfach nicht mehr Sachen tauschen und drehen und hin und her schieben und keine Ahnung was. Nein. Einfach nein. Warum auch? Es ist einfach. Juhu, eine Lackausstattung. Unter einer Lackausstattung habe ich mir immer was anderes vorgestellt, aber ist okay. Kann man machen. Ja, die gute Lackausstattung, ein Traum. So, hier haben wir ein Pult. Finde natürlich Symbolpaare. Wie sollte es auch anders sein? Da gehen wir ganz hochmotiviert ran und finden dieses Symbolpaar. Nun, dann geht es weiter mit. Achso, das ist unten das. Warum sehe ich das gerade nicht? Ich gerade hier irgendwie. Ah, hier. So. Das sind die beiden Teile. So, das müssen wir wahrscheinlich nur noch 7 oder 8 Mal machen, dann haben wir es. Ist das eigentlich immer was auf der linken und auf der rechten Seite oder kann das auch auf der gleichen Seite sein? Gute Frage, oder? Bislang war es, glaube ich, immer eins links und eins rechts. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das so bleibt, dann macht das das ein bisschen schneller. So, und jetzt haben wir hier magische Symbole, die wir alle einsammeln. Umgeklappter Teppich. Ein Metallgitter. Ich benötige einen Schraubenzieher. Natürlich kein gutes Wimmelbild ohne Schraubenzieher. Aber erstmal setzen wir diese Teile in das Bücherregal ein. Ob ich dieser geistigen Herausforderung noch gewachsen bin, ich bin mir nicht sicher. So, jetzt müssen wir nur noch die Bücher richtig anordnen. Das ist natürlich die größte Herausforderung. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Da muss man nämlich Farben erkennen und richtig schwer bis 4 zählen können. Und das ist wahrlich nicht einfach. Liebe Freunde, lasst euch das gesagt sein. Bis 4 zählen ist komplizierter, als man sich das manchmal vorstellen mag.
Besonders wenn man nur drei Finger hat. Du gehörst dahin und du gehörst dahin und dann müssten wir es eigentlich haben. Jetzt müssen wir bestimmt noch irgendwas drehen und einfügen. Nein, wir kommen direkt zu einem tollen Geheimgang. Dann machen wir doch aber erst nochmal ein Wimmelbild, denn dafür sind wir eigentlich hier. Dann nehmen wir den Pinsel mit. Okay, wir brauchen eine Katze. Wir brauchen einen Bauern. Wahrscheinlich eine Schachfigur. Ja, wir brauchten auch einen Springer. Wie gut, dass ich einfach at random auf eine Schachfigur geklickt habe. Hier haben wir einen Gartenzwerg, den brauchen wir leider nicht. Mörser und Stößel. Den brauchen wir eine Blockflöte? Nein, schade. Wir brauchen ein Teppichmesser, das ist hier. Dann brauchen wir ein Maßband. Ein Maßband, das ist hier oben. Ja, warum müssen wir eigentlich schon wieder eine Feder suchen? Eine Harfe. Eine Harfe? Die ist hier. Eine Mausefalle. Die müssen wir aber erst noch irgendwo finden. Ah, wir können hier aufmachen. Okay. Hier ist mal so ein Stößel und hier ist die Mausefalle. Hier ist auch die Palette. Hier liegt der Bauer. Hier vorne ist die Feder. Und dann brauchen wir noch ein Anleitungsblatt. Das ist das hier. So. Ah, ich habe eine Schnitzfibel gefunden. Ja, eine Schnitzfibel, die habe ich mir schon immer gewünscht. Die wollte ich als kleines Kind immer haben. Und dann habe ich mir gedacht, so, tja, jetzt mit paar 20 kriege ich die leider auch nicht mehr. Mit fast 30. Aber wir haben immerhin die Büste des Handwerkers Jack gefunden. Das freut mich. Ganz besonders. Verklemmt und zugenäht. Wer auch immer diese Schublade zugenäht hat, ich muss es irgendwie aufstimmen. Diese Schublade brechen wir natürlich nicht mit dem Brecheisen auf, sondern hiermit. Jetzt mit dem Brecheisen? Ich muss es irgendwie... Sag mal, bist du... Ob du behindert bist, habe ich dich gefragt, ey. Hallo. Ach so. Natürlich. Jetzt hast du Hammer und Meißel. Wenigstens nicht Hammer und Sichel. Außerdem haben wir noch ein Schnitzmesser. Fantastisch, da müssen wir bestimmt irgendwas schnitzen. Schraubenzieher haben wir inzwischen auch. Ganz toll. Hallo? Klemmt, Schlamperei, ich benötige Hilfsmittel. Ja, wie wär's mit dem Schnitzmesser? Wie wär's mit Hammer und Meißel? Wie wär's mit... der Brechstange. Finde Objekte mit Hilfe der visuellen Hinweise. Natürlich. Das, das, nein, das, ja. Und außerdem noch das und vielleicht auch noch das. Und dann zu guter Letzt noch das hier. Und dann haben wir ein Büstenteil gefunden. Hervorragend. Jetzt gehen wir auf den Balkon und schmeißen alles hinunter. Oh, eine Schnitzwerkbank. Hallo, Büste des Handwerkers Gregor. Hallo, Gregor. In der Staffelei hängt normalerweise eine Arbeitsanleitung. Oh, dann tun wir doch die hier hin. Oh, die müssen wir natürlich drehen und richtig einfügen. Natürlich, das macht man mit Anleitungen so. Das passiert ganz häufig, dass die so in die falsche Reihenfolge kommen. Da muss man dann wirklich mal drauf achten, was man da eigentlich macht. Das macht hier irgendwie alles keinen Sinn, oder? Das muss eigentlich eher nach da oben. Und das muss auch nach da oben. Wenn ich einmal in meinem Leben irgendwie eine so eine Anleitung tatsächlich so zusammenpuzzeln muss, dann nehme ich sämtliche Beschwerden zurück, die ich hier jemals vorgebracht habe. Aber holy shit, ist das nervig. Kannst du es bitte drehen? Nee. Brauche ich auch gar nicht. Ein Drehen ist nämlich überbewertet. So, und du kommst hier hin. Du kommst vielleicht nicht hier hin. Nein, du kommst hier hin. Dann kommst du vielleicht hier hin.
Und dann tauscht ihr beide noch. Und dann haben wir es. Ta-ta-ta-ta. Ein Traum. So. Die Schnitzfibel für Koboldköpfe ist entschlüsselt. Hurra! Dann... Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Ich habe nämlich leider nicht mitgelesen. Schade eigentlich. Achso, wir nehmen die Büste einfach mit, ganz klar. Nehmen auch das Schleifpapier. Und, okay, wir nehmen einfach alles mit und können hier aber schon auch noch was machen. Vielleicht müssen wir noch ein Stück Holz irgendwo finden. Ich habe keine Ahnung. Die Wurzeln sind zu dick. Ich könnte sie irgendwie wegschnitzen oder so. Ich könnte sie irgendwie wegschnitzen. Na dann. Büste des Handwerkers Albert. Hallo Albert. Ich schnitze hier auch gleich was weg. Ich krieg hier echt zu viel. So. Dann ist es hier dunkel, das ist sehr schade. Eine Feuerschale. Warum ist denn der Drache? Nee, der Drache ist gar nicht weg, der Drache ist nur viel weiter vorne. Hallo. Ah, natürlich müssen wir erst 7 Feuerschalen entzünden. Ganz klar. Eine alleine hätte nicht gereicht. Steinpodeste. Hallo. Der Handwerkermeister, 5 sind wir. Ordne uns an, dann helfen wir dir. Dieser Büste fehlen einige Teile. Ich könnte sie restaurieren. Oh, und die müssen wir wahrscheinlich in der Tat noch schnitzen. Ach, guck mal. Drehen und einfügen. Wer konnte mit sowas rechnen? Ich freue mich. Meister Klotz, ja. Wow, der Meister Klotz hier guckt ganz schön grimmig. Grimbert der Grimmige. Da hat jemand aber richtig schlechte Laune. Möchte ich behaupten. Wie passen denn deine Haare zu deinem Ohr eigentlich? Das macht überhaupt keinen Sinn. Was hast du hier für einen Knollengewächs? Ja, widerlich. Vielleicht ist das auch gar nicht dein Ohr, ich bin mir nicht sicher. Ja, eigentlich möchte ich es auch gar nicht wissen. Ich weiß nur, dass das deine Nase ist. Hi, viel Spaß damit. Das könnte mal dein Mund gewesen sein. Dies ist der Rest von deinem Mund. Das ist noch so ein bisschen Gesicht. Und das ist in der Tat irgendwie dein Ohr. So. Irgendwie erinnerst du mich an wen, ich weiß nur nicht an wen. So, dich tun wir dahin, dich tun wir dahin. Und dann gehen wir doch nochmal schnitzen. Hallo, fröhliche Werkbank. Ein Stück Holz da drauf. Dann packen wir, nee, nicht den Schraubenzieher, dann packen wir das Ding daran. Da fliegen die Späne wie nichts Gutes. Und als hätten wir jahrelang nichts anderes gemacht als Prinzessin, schnitzen wir hier die perfekte Figur. Die reiben wir noch ein bisschen ab und schon ist sie traumhaft und fertig. Noch etwas Lack. Und schon haben wir die traumhafteste Büste aller Zeiten in Minutenschnelle gebastelt. Wer ist denn das eigentlich? Ah, Handwerker Georg. Hallo. Hier fehlt etwas. Doch nicht etwa die Werkzeuge? Holla, ordne Hüte, Köpfe, Körper und Werkzeuge der Kobolde an. Nein. Ganz ehrlich, nein. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Vor allem kann ich ja alles tauschen. So, das ist hier irgendeinen tollen Hinweis dazu? Ah, hier. Okay. Ja, das könnte ich jetzt nach diesem Bild machen. Könnte ich aber auch lassen. So, Meißel, Brechstange, Lack und was auch immer. Okay, die Werkzeuge sollten richtig sein. Den Rest schenke ich mir jetzt einfach, oder? Ich weiß nicht, habe ich da Bock drauf?
Wir fangen mal mit dem Flachspaten hier an. Dann kommt der Hut, dann kommt das Ding. Macht das Sinn? Ganz am Ende diese Mütze, die sitzt doch verkehrt rum, oder? Achso, der Kopf ist ja jetzt auch andersrum, okay. Dann kommt... Ist das das Ding? Ich hab gar keine Ahnung. Ach nee, der Anglerhut ist das hier und das ist so und das ist so. Macht das so Sinn? Das ist... Ja, das sieht gut aus. Naja, gut ist übertrieben, aber... wer ist denn der Herr mit der Brille? Das ist der in der Mitte, okay. Dann tauschen wir diesen Kopf. Wer hat diesen übertriebenen Bart? Das bist du, Kollege, hier ganz außen. Und der mit dem grimmischen Blick. Okay, die Köpfe sind richtig. Dann fehlen jetzt nur noch die Jacken. Ja, du trägst den Schlips, das war irgendwie klar. So, wobei. Wer trägt denn hier was? Okay, du trägst das, du trägst, du kriegst das. Hurra! Mein Körper ist voller Freude. Darüber, dass wir jetzt 5 von 8 Messingblumen haben. 3 zuerst, am Ende 10. So kannst du durchs Türchen gehen. Einige Teile des Mechanismus fehlen. Ja, schade. Really? Ich meine, ja, okay. Ich kann diese Symbole jetzt anordnen. Das ist nicht so schwer. Okay, schon die Blume, ne? Würde ich sagen. Okay, vielleicht ist es doch schwerer als gedacht. Ich habe keine Ahnung. Wasser. Wasser, Fisch. Wasser, Muschel. Wasser, Regen. Macht auch Sinn. Seestern. Und Schiff. Okay. Guck mal, 3 weitere Messingblumen. Wie schön, dass wir sie haben. Ach, okay, das waren gleich alle 3 Säulen zusammen. Ich dachte, wir müssten das jetzt 3-mal machen. Dann hätte ich jetzt, glaube ich, echt einen Anfall bekommen. So, Blumen. 3 zuerst, am Ende 10. Wo fangen wir denn an? Ich meine, wir haben hier überhaupt kein... Okay, hier ist also der Anfang, alles klar. 3, 4, dann müssen hier 5 hin. 5 ist das Ding. Nein, das war richtig. So, 3, 4, 5. Das hier sind 7. Na, das ist sehr bedauerlich. Kann ich bitte einfach diese beiden Blumen tauschen? Gott! Dann halt so. Nee, auch noch nicht. So, 3, 4, 5, 6. Du hast hier die 7? Nee. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Natürlich sind das 9. Natürlich sind das 9. War es das? Nein. 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, also doch nochmal tauschen. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wahrscheinlich nicht an den... Ach so! Natürlich muss ich oben links anfangen bei diesem Unendlich-Symbol. Ganz klar, ganz klar. Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin, ist natürlich unverständlich. Prinzessin, sieh mal, dort drüben über dem Abgrund thront ein versteinerter Greif. Das ist der letzte Wächter. Wie erreichen wir ihn? Ich habe keine Ahnung.